Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute die dritte Auflage unseres Ratgebers E-Zigaretten, Tabakerhitzer vorstellen zu dürfen. Ganz aktuell, gerade herausgekommen. Es ist der Versuch, angesichts der allgemeinen Verunsicherung, die über alternative Rauchstoppstrategien besteht, Klarheit in die Sache zu bringen und wie man die E-Zigarette oder Tabakerhitzer nutzen kann für den Rauchausstieg. Aber vorher muss man, wenn man schon viele andere erfolglose Versuche hinter sich hatte, mit dem Rauchen aufzugeben, erstmal einsteigen in alternative Produkte. Das kann die E-Zigarette oder Tabakerhitzer oder Nikotinbeutelchen sein, aber es kann eben auch oder ist eben auch die E-Zigarette einsteigen, umsteigen, aussteigen. Das ist sozusagen das Credo. Und wir machen das deshalb, weil es schon verwunderlich ist, dass angesichts der dramatischen Gesundheitsrisiken und Belastungen für unsere Gesellschaft so wenig Klarheit von unseren Gesundheitsagenturen geschaffen wird. In diesem Ratgeber klären wir auf über die Mythen und die Wahrheiten. Den Umstieg, da geben wir ganz viele Tipps und Hilfestellungen, insbesondere für Menschen, die schon mal E-Zigarette erstmalig genutzt haben und dann merken, es ist doch nichts für sie, aber möglicherweise haben sie da ein paar Fehler gemacht. Da geben wir Hilfestellungen. Dann ein Kapitel widmet sich den gesundheitlichen Aspekten der Gerätekunde, den Inhaltsstoffen der E-Zigarette und den Diskussionen rund um die und Regulierung rund um die E-Zigarette. Und am Ende kommen noch Kapitel über Netzwerke und Verbände, die Community und Mein Umstieg, Ex-Raucherinnen berichten, wichtige Begriffe auf einen Blick. Das gibt es mittlerweile auch als E-Book. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis bald.